Ich habe in deiner Kolumne gelesen, du schriebst an sich des Klimakollapses, braucht es ein neues System, aber was da kommen soll, können sich nur wenige vorstellen. Wie geht es dir damit? Hast du eine Vorstellung davon, was da kommen soll? Genau, die Frage ist ja immer, was ist eine Vorstellung? Also ich habe schon eine Vorstellung davon, dass wir eine solidarische, ökologische, demokratische Gesellschaft haben, dass die Leute viel entschleunigter leben, dass die Leute irgendwie im Umgang total anders miteinander sind, irgendwie achtsamer, zugewandter, dass wir bei viel mehr Entscheidungen mitsprechen können, so, also so, um so ein paar kleine Bilder zu sagen. Aber wenn du an das ganz Große denkst, so, ne? Also leben wir in einem Staat, der nicht Deutschland nennt? Oder haben wir eine arbeitsteilige Gesellschaft so stark wie jetzt? Also es gibt dann die IndustriearbeiterInnen und die Sorgearbeiter oder so. Das kann ich mir noch nicht so gut vorstellen, wie das sozusagen anders gestaltet wird, wie es konkret aussieht. Und auch, wie wir Demokratie auf einem Bundesniveau oder Landesniveau, wie wir die ausgestalten. Auf jeden Fall würde ich jetzt sagen, die aktuelle repräsentative Demokratie ist unzureichend. Die bildet nicht das ab, was die Bedürfnisse der BewohnerInnen sind und auch nicht, was wir an ökologischen Sachen leisten müssen. Und ich glaube, das liegt mit an dem Konstrukt, wie die Demokratie aufgebaut ist. Also, dass sie sehr elitär ist, nur wenige Leute sich beteiligen können, dass sie anfällig ist für Korruption, dass sie Macht sehr stark verkörpert. Aber wie das dann umgebaut wird, ne? Also ob wir noch eine repräsentative Demokratie haben, ob wir eher sowas wie Reitersysteme haben, wie das ineinander greift, auf welchem Entscheidungsniveau das spielt, wie man sich international koordiniert. Ich glaube, da ist noch total viel so Diskussionsbedarf. Und wie tragt ihr, du und ihr in eurer Arbeit da dazu bei? Also macht ihr euch da irgendwie auf den Weg? Also wie kommt man dann dahin? Was ist denn eure Vorstellung? Also die Vorstellung des Wandels im Konzeptwerk ist, dass wir mittels sozialer Bewegungen die Politik verändern. Ich glaube nicht daran, dass es nur von unten kommen kann oder nur von oben. Wir brauchen ein Zusammenspiel von verschiedenen Akteuren auf verschiedenen Niveaus. Aber ich glaube, wir brauchen auf jeden Fall Leute, die ein echtes Anliegen darin haben und da sozusagen ihre politische Arbeit dem widmen. Und wir brauchen Pioniere, die schon versuchen, eine andere Wirtschaft möglich zu machen. Wir brauchen die Wissenschaft, die aufzeigt, was irgendwie an großen Lösungen da ist. Und wir brauchen PolitikerInnen, die bereit sind, das umzusetzen. Aber ich glaube, es kann nicht so funktionieren, dass wir irgendwie darauf hoffen, dass irgendwelche Leute außerhalb von uns dafür schon sorgen werden, dass das gut wird. Und dass da gerade ein großer Wandel stattfindet, im Sinne von Extinction Rebellion etc., dass irgendwie immer mehr junge Leute sagen, nee, wir nehmen es jetzt selber in die Hand, weil es reicht nämlich nicht, was die Politik macht. Das sehen wir ja gerade. Und wie geht ihr damit um? Also du sagst jetzt, außerhalb von uns kann das nicht passieren? Also wäre es erstmal nochmal uns vielleicht? Kannst du das so ein bisschen aber anreichern? Ja, genau. Also das uns war jetzt gerade weit gefasst sozusagen, wie wir uns als Menschen oder als Bürgerinnen verstehen. Also in dem aktuellen Wirtschafts- und Gesellschaftssystem, in dem wir sind, lagern wir ganz viele Entscheidungen ab, aus oder sie werden ausgelagert und wir müssen uns dem fügen. Und ich glaube, total viele Menschen wollen sich ihre Entscheidungen wieder ermächtigen und dazu beitragen, in was für einem Gesellschaftssystem wohne ich, lebe ich, wie will ich in Zukunft wohnen, wie will ich leben, wo will ich arbeiten, etc. Das sind alles Entscheidungen, wo wir uns nur so fügen können. Und ich glaube, sagen so ein ermächtiger Aspekt, dass die Bürgerinnen das in die Hand nehmen, ist sozusagen eine Idee des sozialen Wandels. Und genau, wenn ich dann sozusagen ein Wir runterbreche, auf welche Gruppe ich da bin, würde ich mich irgendwie verstehen als eine Aktivistin, die irgendwie schon lange im ökologischen Bereich unterwegs ist, die viel zu Klimagerechtigkeit macht oder eben einem Konzeptwerk auch, wo wir versuchen, Brücken zu schlagen zwischen sozialen Bewegungen und eben eher etablierten Institutionen der Wissenschaft und Politik. Kannst du so ein Beispiel nennen für eine konkrete Maßnahme, wo ihr das macht? Wie geht ihr da vor? Also, was wir total viel machen, ist Vernetzungsarbeit und machtkritische Bildungsarbeit, die nicht nur darauf abzielt, dass Menschen so ihre Denkweisen verändern, sondern ihre Fühl- und Handlungsweisen mit. Also, dass wir Orte kreieren, an denen die neue Vorstellung von Gesellschaft gleich spürbar ist. Also, die wir basisdemokratisch organisieren, wo wir den Ort, den wir da nutzen, der sollte irgendwie sozial und gerecht und ökologisch gerecht sein, die Ressourcen, die wir da nutzen, also dass wir irgendwas Essen haben, Mobilität haben oder wer da mitarbeitet, dass das sozusagen in keinem Ausbildungsverhältnis stattfindet und dass Fragen von Hierarchien und Macht und Herrschaft in diesen Bildungsveranstaltungen thematisiert wird. Und dann geht es dann total viel so, wie wollen wir arbeiten, wie können wir uns Zeitwohlstand vorstellen etc., also das für Bildungsarbeit. Und dann ist eine Analyse von uns, dass sich total viele soziale Bewegungen sehr gut um ihre Belange kümmern, aber halt damit auch sehr gut ausgelastet sind. Also es gibt Bündnisse, die machen antirassistische Arbeit oder fürs Recht auf Wohnen oder
schon lange irgendwie ökologische Arbeit oder so. Und das, da ist so viel zu tun, dass sie sozusagen oft nicht die anderen auf dem Schirm haben oder noch weniger die Kapazitäten haben, zusammenzuarbeiten. Und wir arbeiten daran, dass die sich da Vernetzung geschaffen wird und gemeinsame Projekte gemacht wird, dass man sozusagen, sagen wir, antirassistische Anliegen in der Klimagerechtigkeitsbewegung mitdenkt oder beim Recht auf Wohnen die ökologische Frage nicht außen vor lässt oder mit Gewerkschaften ins Gespräch kommt, warum der Klimawandel relevant ist und was da eigentlich eine Perspektive sein kann, dass die sich auch in einer demokratischen Transformation beteiligen. Was ist da eure Erfahrung? Ihr habt ja da viel auch mit Akteuren zu tun, zum Beispiel du sprachst jetzt die Gewerkschaften an, die ja oft auch noch erstmal eine andere Perspektive auf das Thema haben. Könntest du da ganz, von ganz konkreten Erfahrungen berichten, wie ihr da vorgeht, wie da die Entwicklungen sind, wie lange sowas braucht? Also in der Arbeit vom Konzeptwerk stellen wir die Frage nach unserer Wirtschaftsform ins Zentrum. Und eine unserer Hauptpunkte da drin ist ja Postwachstum. Also zu sagen, auf einem endlichen Planeten ist kein unendliches Wachstum möglich. Und wenn unsere Wirtschaftsweise profitorientiert und wachstumsorientiert ist, wird die wohl oder kurz oder lang unseren Planeten verheizen. Und jetzt ist sie auch schon sozial ungerecht und nicht demokratisch. Und ich glaube, über diesen Ansatz, also über Wachstum zu sprechen und zu schauen, ja, nach was ist unsere Wirtschaft eigentlich ausgerichtet, kommt man mit total vielen Leuten ins Gespräch. Das ist jetzt nicht so, dass dann die IG Metall offiziell das Postwachstumsmanifest unterschreiben würde, aber auf einer Ebene von Zusammenarbeit würde ich sagen, dafür sind auch total viele Gewerkschafterinnen offen. Was gleichzeitig oft gesagt wird, ist, dass Postwachstum, genau doch, dass es halt irgendwie so sich am Wachstum orientiert, das gleichzeitig überwinden will, kein genügend positiver Frame ist, um Leute da mitzunehmen und dass es vielleicht besser wäre, die Forderungen, die da drin stecken, nämlich den Wachstumszwang zu überwinden, zu gucken, dass wir die Wirtschaft an den Bedürfnissen der Menschen ausrichten, dass wir Arbeitszeitverkürzung haben und dadurch eher Zeitwohlstand und Sorgearbeit umverteilen können, dass wir eine demokratische Mitgestaltung haben wollen in den Unternehmen, eher diese Forderungen zu formulieren und nicht unter Postwachstum sozusagen zu titulieren. Und da arbeiten wir auch ja zusammen mit anderen alternativökonomischen Bewegungen, also wie der Gemeinwohlökonomie oder solidarische Ökonomie oder Commons oder Economy oder Transition Town, die eigentlich auch das versuchen, sozusagen diese positiven Belange da zusammenzubringen. Und also ich würde sagen, dass da total der Fortschritt stattgefunden hat, also dass wir jetzt anders über Wirtschaft reden können und über die Nachteile, die unser aktuelles System hat, als ich jetzt sagen würde, vor 10 Jahren. Oder vielleicht vor 15 Jahren. Aber trotzdem ist natürlich ein total großes Fragezeichen hin. Und die Wirkmächtigkeit des Kapitalismus ist ja einfach im aktuellen, täglichen Leben ständig da. Das ist, wie Menschen ihr Leben organisieren, wie sie ihr Leben verdienen, wie Möglichkeiten da sind. Und daraus rauszukommen, einen Schritt vielleicht zurückzutreten und rauszutreten und zu überlegen, ja, wie könnte so ein System anders da sein, ist total schwierig. Und ich glaube, wenn man dann so Gespräche führt, ja, zum Beispiel, ne, Leute verdienen viel, haben dann viel materielle Güter und haben total Angst, dass sie die verlieren. Wenn man mit denen drüber redet, was sie eigentlich wirklich brauchen, kommen die natürlich nicht darauf, dass sie die 5 Technikgeräte brauchen und die 2 Autos und die 3 Fernreisen, sondern sie kommen eigentlich darauf, naja, ich möchte eigentlich in Frieden leben, ich möchte irgendwie mit den Menschen, die mir wichtig sind, sein, ich möchte Möglichkeiten haben, mich weiterzuentwickeln etc. Und es hängt eigentlich nicht davon ab, ob ich jetzt materiell viel habe. Ich glaube, es gibt total viele Ansatzpunkte, mit Leuten ins Gespräch kommen kann. Man muss sie eben erstmal da rausholen, dass sie genau Teil eines, also da rausholen, wo sie sonst immer drin hängen, also in ihren mentalen Infrastrukturen oder so in diesen Dogmen des Wachstums. Mentale Infrastrukturen, kannst du das kurz erklären, was damit du meinst? Ich erkläre das bestimmt total schlecht. Genau, also die Idee ist, dass unsere Art, wie Wirtschaft funktioniert und in diesem Fall eben auch die Wachstumsgesellschaft, dass die in unseren Köpfen einprogrammiert ist und dass wir halt sozusagen mental auch so ein höher, schneller, weiter Ding haben, unser Leben auch so denken. Also jetzt habe ich nur ein kleines Zimmer in meiner Ausbildung oder in meiner Studentenzeit, aber später werde ich mehr Geld verdienen und dann wird meine Wohnung immer größer. Ich werde immer ein dickeres Auto haben und auch denken, also sagen, dass es in uns eingeschrieben ist, wie das funktioniert. Und da müssen wir auch nicht so leicht rauskommen. Wenn ich die Strategie richtig verstehe, setzt sie auf die Kraft von sozialen Bewegungen. Mhm. Meine erste Frage ist, wie werden da andere mitgenommen, die nicht Teil dieser sozialen Bewegung sind? Ja. Also wir versuchen, ganz viele eher niedrigschwellige Bildungsangebote zu schaffen. Also zum Beispiel haben wir die Degrowth-Sommershow die letzten Jahre durchgeführt. Das ist ein großes, mehrtägiges Bildungsevent, was auf Klimacamps stattfindet. Und ich würde sagen, dass
davor, das liegt natürlich nicht nur an der Degrowth Sommerschule, aber es liegt auch mit daran, auf den Klimacamps ein relativ kleiner, so, ja, weil es klimaaktivistisch sind, elitärer Zirkel war. Und das, die Klimadebatte ist viel größer geworden. Es gibt ganz viele Gründe, dass diese Camps größer geworden sind. Aber ein Grund ist, glaube ich, auch, neue Leute da ranzuholen. Das schafft man, glaube ich, eher mit einem Format, was nicht so sehr in so einem Szenesprech gelesen wird oder so. Und da Menschen merken, wow, es gibt total viele Leute, die ähnlich denken wie ich. Also ganz viele Leute sind ja ohnmächtig, weil sie viel zu wenige Leute treffen, die ähnlich denken wie sie oder viel zu wenige Räume haben, wo sie sich darüber austauschen, über Kritik am System, über Zweifel, die sie haben, über ihren Wunsch, eigentlich was anderes zu machen und nicht nur irgendwie ihren Weg so zu gehen und dann immer weiter Lohnarbeit zu machen und daran irgendwie krank zu werden. Und ich glaube, es ist total ermächtigend, andere Menschen zu treffen auf diesen Veranstaltungen und auch zu merken, man kann in so einen neuen Raum kreieren, wo sich alle beteiligen und alle gleichberechtigt wirken können. Beschreib mir bitte nochmal in den sozialen Bewegungen auf der einen Seite zusammen mit der Ermächtigung von unten, welche Rolle hat Politik in diesem Zusammenspiel? Also ich glaube, ein ganz gutes Beispiel, wenn man sich anschaut, wie Wandel historisch geklappt hat in Deutschland, ist der Atomausstieg. Der Atomausstieg war ja dann im Endeffekt ein Projekt, was von allen Parteien mitgetragen wurde. Also der zweite Atomausstieg gerät sich auf einer schwarz-gelben Regierung. Und das ist natürlich ein langer Weg gewesen, bis man da hingekommt. Also erstmal, dass Leute anfangen, sich zu informieren, lokal Widerstand zu halten, sich als Bürgerinnen zu organisieren, dass dieser Protest größer wird, dass es gleichzeitig Menschen gibt, die als Pioniere anfangen zu gucken, was sind Alternativen, erneuerbare Energien, weniger Verbrauch, da Alternativen anfangen aufzubauen, dass die Wissenschaft daran arbeitet, sozusagen die Probleme aufzudecken von Atomkraft, aber auch Alternativen zu entwickeln, dass daraus dann irgendwann die Grünen als Partei entstanden sind. So. Ich glaube, hat sich halt so jahrzehntelang so ein großer Diskurs formiert. Ne? Und das ist ja auch eins der großen Projekte war der rot-grünen Regierung, das als zentralen Punkt durchzusetzen. Und da ist ja Deutschland, also so tragisch es ist, ja weltweit auch noch alleine, sodass ein Industrieland, das mal Atomkraft hatte, daraus aussteigt. Was ja auch ein guter Punkt ist, warum jetzt so viele drauf schauen, ob Deutschland irgendwie noch sonst wie einen Kohleausstieg noch schafft oder irgendwie ein gutes Beispiel ist für ein Industrieland, was mit erneuerbaren Energien arbeiten könnte. Und genau, ich glaube, daran sieht man ganz gut, die Politik, wenn sie sagen, also die Politik im aktuellen politischen System kann, glaube ich, die Menschen, die Interessen der Menschen, wenn die den Interessen des Kapitals entgegenstehen, sehr schlecht nur repräsentieren. Das, glaube ich, würde sagen, ist immer marginalisiert. Und ich glaube, das sieht man total. Also sagen 60er, 70er, 80er Jahre war der Widerstand gegen Atomkraft ja keine sozusagen relevante Größe irgendwie in den Parlamenten. Aber es hat sich halt aufgebaut, bis es dann sozusagen so groß wird, dass es für eine parlamentarische Kraft eine Möglichkeit ist und die aber auch gleichzeitig den Druck von der Straße weiter braucht. Also das hätten die Grünen auch nicht durchgesetzt, wenn es eben nicht weiter so eine starke Ökobewegung gegeben hätte. Und also ich glaube, da sind wir jetzt gerade historisch an einem ähnlichen Punkt, dass es wahnsinnig viel Druck von der Straße gibt und die Frage ist, welche politischen Parteien oder politischen EntscheidungsträgerInnen greifen das eigentlich auf und dass da halt ein total großer Zwiespalt noch herrscht zwischen dem Klimapaket der Bundesregierung, die da irgendwie 10 Euro pro Tonne CO2-Preis machen und irgendwie den Forderungen der Wissenschaft und der Klimaaktivistinnen. Genau, ich glaube, das kann sozusagen nur weitergehen mit Druck, aber eben auch mit konkreten Handlungsmöglichkeiten zu formulieren, also konkreten Forderungen zu formulieren, aber nicht daran glauben, dass sozusagen die Reformen das alles retten werden. Also ich denke, dass der Klimawandel eine Systemfrage ist, hatte ich ja jetzt vorher schon deutlich gemacht. So. Also nur wenn wir unser profitorientiertes, wachstumsorientiertes Wirtschaftssystem überwinden werden, werden wir es auch schaffen, den Klimawandel einzuhegen und sozusagen soziale Gerechtigkeit herzustellen. Das ist gleichzeitig auch nicht nur, dass Politik ein paar Reformen durchsetzt. Und wie ich eingangs deutlich gemacht hatte, sozusagen mit meinem Zweifel an dem jetzigen parlamentarischen System, also ich glaube, wenn wir den aktuellen Macht- und Herrschaftssystem überwinden wollen und mehr Gerechtigkeit schaffen wollen, dann müssen wir auch unser demokratisches System umbauen, dass es mehr an den Menschen dran ist und an den Entscheidungen, die sie treffen wollen. Gibt es da auch Gefahren? Also wenn ich jetzt an sowas wie Brexit denke, der das Ergebnis auch von mehr direkter Demokratie war, es scheint mir kein Allheilmittel zu sein oder es scheint mir nicht automatisch gute Ergebnisse zu produzieren. Also wie geht ihr damit dann um? Ja, total. Genau, ich glaube, ich wollte gerade nicht sagen, dass es um direkte Demokratie geht. Ne? Also deswegen habe ich auch gesagt, ein Umbau, weil ich glaube, es um viel ganz andere Sachen geht. Also einen total wichtigen Aspekt finde ich, dass Leute anfangen, sich in ihren Vierteln zu organisieren. Also da gibt es ja dann gute Beispiele irgendwie aus Spanien in der Zeit nach den Platzbesetzungen oder generell aus so Rätselsystemen, dass Leute wieder anfangen, sich mit ihrem Viertel zu beschäftigen, damit Leute zusammenkommen und selber sozusagen im politischen Austausch sind. Und dass man viele Entscheidungen, die man halt auf kommunaler Ebene trifft, wieder stärker mit der Stadt oder Gemeindebevölkerung macht.
Und ich glaube auf jeden Fall im aktuellen System mit sozusagen großer Wirksamkeit von Medien, sehr, sehr viel Populismus, der möglich ist über soziale Medien, ist es total gefährlich, einfach sozusagen riesige Entscheide der direkten Demokratie zu überlassen. Aber da gibt es ja auch total viele andere Möglichkeiten. Also was gerade viel diskutiert wird, sind ja so Bürgerinnenversammlungen, die per Los dazu gemünzt werden, die dann sagen, Experten in meiner Entwicklung können. Oder genau, dass man sozusagen mit guter Information Leuten, die irgendwie mehr Bürgerinnen sind als jetzt professionelle Politikerinnen und das seit 20 Jahren machen, Entscheidungen, die in Entscheidungen einbezieht. Ihr organisiert soziale Bewegungen und macht Druck auf Politik. Was sind da so die größten, was blockiert da am stärksten? Den Wandel aus eurer Erfahrung? Und wo guckt ihr, dass ihr diese Blockaden versucht zu überwinden? Oder wo geht ihr eben vielleicht auch geschickt aus dem Weg, weil ihr sagt, da können wir sowieso nichts machen. Also ich glaube, ein Faktor, der es Leute sozusagen ohnmächtig bleiben lässt, ist, dass sie immer denken, die Probleme sind größer als das, was ich tun kann. Und in dem Sinne würde ich auch sagen, die Probleme sind wesentlich größer als irgendwie das Konzept, der die Klimagerechtigkeitsbewegung oder die Ökobewegung in Deutschland erreichen kann. So. Also ich glaube, da brauchen wir noch um einiges mehr an Bewegungen und mehr Akteure, die da mitmachen. Also nicht, aber das ist kein Grund, nichts zu machen, sondern ich glaube, es ist gut zu überlegen, was sind denn die Mittel, die wir in der Hand haben und wie können wir Leute erreichen. Und ich glaube, ein grundsätzliches Problem ist, dass der Wandel immer länger dauert, als dass wir gerade Zeit haben. So, also wenn wir sagen, wir müssen uns eigentlich das Ruder in den nächsten 10, 15 Jahren rumreißen, dann müssen wir richtig schnell handeln. Und ich glaube gar nicht, dass das Problem ist, dass keine Vorschläge da sind. Also ich meine, Klimakrise ist seit 30 Jahren bekannt. Voll viele Vorschläge zum Umbau der Wirtschaft oder zu einer nachhaltigen Gesellschaftsform gibt es, die man also sagen, umsetzen könnte. Aber ich glaube, es ist schon, dass der Diskurs noch total weit dahinter ist und ganz viele Leute sagen, Angst haben, etwas zu verlieren, anstatt sie gucken, was sie daraus gewinnen könnten. Und der Diskurs sagen, noch nicht positiv besetzt ist. Also sagen, oh, ich freue mich darauf, dass wir jetzt unsere klimagerechte Welt durchsetzen, sondern die also sagen, laufen vielleicht eher davon. Und ich glaube, in dem Sinne kann man total gut mit Bildungsarbeit ansetzen und Vernetzungsarbeit, die ich vorhin genannt habe, weil es, glaube ich, eben Leute befähigt, so kritisch zu hinterfragen, was gerade läuft und Leute zusammenbringt und sie ermächtigt. Aber natürlich ist das nur ein kleiner Teil von der Arbeit, die eigentlich insgesamt laufen muss. Und ich glaube, das ist gerade ein total spannender Moment, weil ja jetzt ganz viele neue Akteure aufs Tableau kommen und Druck machen, aber auch noch irgendwie unklar ist, was die eigentlich genau wollen. Und wie viel man eben sozusagen mit ein paar Reformen, die man von der Bundesregierung fordert, erreichen kann oder wie viel da eigentlich noch in einem grundlegenden Umbau wichtig ist. Genau, und prinzipiell würde ich sagen, ja, unsere Macht- und Herrschaftsverhältnisse verhindern halt, dass die, die wenig Geld haben und auch wenig Ressourcen haben, sie dann stecken können in riesen Werbekampagnen oder in Lobbyistinnen in irgendwelchen Hauptstädten oder in, keine Ahnung, irgendwelche Studien, die finanziert werden. Genau, je weniger Geld da ist, umso weniger. Also umso sehr erstmal auch im Rücklauf, glaube ich, zu denen, die halt das Geld einsetzen, um das aktuelle System zu erhalten. Also, ja. Ich nehme es gerade so ein bisschen wahr, dass es ein Spannungsverhältnis gibt zwischen unterschiedlichen Komplexitätsgraden, die man sich diesem Problem annimmt und denen man dann auch Strategien dazu entwickelt. Also wir erleben gerade, dass Extinction Rebellion unheimlich erfolgreich ist, indem sie eigentlich auch die Komplexität massiv reduzieren. Und ich glaube, das Konzeptwerk, aber es auch aus dem wissenschaftlichen Hintergrund kommt, ist es eher gewohnt, auch Komplexität anzureichern oder auch vor allem zu akzeptieren. Vielleicht kannst du nochmal deutlich machen, welche Strategie und welche Überlegungen ihr damit für euch damit einhergehen, warum euch das wichtig ist. Ja. Also ich bin gerade gar nicht so sicher, ob ich deine Analyse teilen würde. Also nochmal würde ich sagen, ich weiß gar nicht, ob XA so erfolgreich sein wird in Deutschland. Also die haben es halt gestartet und ein paar Aktionen gemacht und das ist total gut. Aber sozusagen, was da jetzt rauskommt, was die Wirkungen sind, müssen wir alle noch sehen. Und das ist ja auch also das Schöne, aber auch die Krux an sozusagen Bewegungen, dass sie manchmal entstehen, aber immer gucken auch, wie lange sie halten. Und ich glaube eben, dass wenn wir dabei stehen bleiben, ganz einfache Forderungen zu fordern, dann werden wir doch der Komplexitätsproblem nicht gerecht. So, das ist die Frage, welches Maß findet man. Und wir sind im Konzeptwerk total bemüht, Sachen, die komplexer sind, eher runterzubrechen. Also zum Beispiel in der Bildungsarbeit halt mit Schülerinnen über das Wirtschaftssystem zu sprechen und sagen, ja, was denkt ihr denn, was ein Wirtschaftssystem eigentlich können muss? Und was versteht ihr eigentlich von dem jetzigen? Und ja, vielleicht also über diesen Widerspruch, den auch aufzumachen. Und ja, also ich glaube, in der Linken und aber auch im Konzeptwerk reden wir öfters mal wieder über Linkspopulismus, also sozusagen auch,
was der Rechtspopulismus ja leider gerade sehr, sehr gut schafft, mit einfachen Botschaften ganz viele Leute zu kapern. Und natürlich ist Hass auch sehr einfach verbreitbar. Und wenn Leute eh schon so eine Wut haben über das System, ist der halt, glaube ich, sehr, wird der gut angedockt. Aber was könnte so ein Linkspopulismus schaffen? Also sagen einfache Botschaften von Solidarität und Liebe und Vorschläge, wie man es verbessern könnte. Und ich könnte mir vorstellen, dass viele Linke da so zu verkopft sind und denken, ja, aber ich habe die große Lösung noch nicht, ich habe noch nicht die Vision oder wir haben die gerade nicht. Und solange wir die nicht haben, können wir auch nicht so richtig umbauen. Aber klar, es ist da einfach halt, würde ich sagen, linke progressive Kräfte halt auch zu wenig Macht. Also klar könnten, also da gibt es ja genügend Vorschläge von irgendwie Lohnerhöhungen, Arbeitszeitverkürzungen, gerechteren Steuersystem, niedrigeren Mieten, bessere Krankenversorgung, bessere Bildung. Also es sind ja alles progressive linke Konzepte, die es lange gibt, die bloß nicht umgesetzt werden, weil die linke Parteien nicht in der Macht sind. Ich habe zum Abschluss nochmal eine Frage. Das Konzeptwerk ist, glaube ich, jetzt so 10 Jahre dabei. Wann habt ihr angefangen mit all dem? Acht Jahre. Vielleicht, dass du nochmal so ganz persönlich beschreibst, wie sich die Wahrnehmung auf das Thema Postwachstum, das war ja so euer Alleinstellungsmerkmal, sich in diesen Jahren gewandelt hat. Weil ich halt zum Beispiel auch in bürgerlichen Medien immer mehr darüber lese, über Einsichten, die ich von euch von vor 8 Jahren kenne. Oder auch sowas, dass man jetzt zu Ilna eingeladen wird. Also wie beobachtet ihr oder wie ist eure Perspektive auf diese Entwicklung? Und ist es eher was, gibt es irgendwie Hoffnung oder ist das alles auch wieder nur unzureichend? Oder wie ist eure Perspektive drauf? Ja, also ein so ein typischer Effekt ist ja, dass, also sage ich auf sozialen Bewegungen, aber ich glaube, es geht auch vielen PolitikerInnen oder WissenschaftlerInnen so, dass man selbst an Thema lang dran ist und sozusagen schon einen Schritt weiter ist und schon weiterentwickelt hat und dann es erst fruchtet. Und ich habe das Gefühl, ich müsste eigentlich jetzt gerade oft das wieder erklären, was ich vor 8 Jahren schon erklärt habe. Also die einfachsten Sätze zu Postwachstum etc. Und du denkst, wir sind aber inzwischen viel weiter. Das ist spannend, sozusagen, wie man das zusammenbringt, die eigene Weiterentwicklung in dem Thema, also inhaltlich da einzusteigen, das breiter aufzufächern, irgendwie sich anderen Themen zu widmen. Und dann da wieder auch zurückgeworfen zu werden. Und ich glaube auch, Degrowth wird ja an der aktuellen globalen Klimaproblem sehr gut deutlich. So. Und also ich glaube, wir haben auch das Problem, dass man Postwachstum und Degrowth halt nicht nur, es geht nicht nur um die ökologische Frage, sondern auch um die soziale und die demokratische. Das soll ja nicht nur einen Öko-Anstrich haben, aber dass darin, glaube ich, sehr deutlich wird, dass wir mit unserem Wirtschaftssystem gerade den Planeten verheizen und das nicht nachhaltig ist. Und deswegen dann ein gesteigertes Interesse da ist. Und ich würde aber auch sagen, in den letzten 8 Jahren ist um Postwachstum ja auch mehr Akteure entstanden, also andere Gruppen, die sich dessen annehmen, NGOs, die irgendwie das aufnehmen, jetzt nicht unbedingt unter dem Postulat so als Wort, aber so von den Thesen her, mehrere wissenschaftliche Einrichtungen dazu forschen. Das heißt, wir sind auch besser aufgestellt, um den Bedarf, den es da gibt, abzudecken. Und ich würde auf jeden Fall sagen, das ist immer noch ein total zentrales Thema und das zeigt, dass das Problem unserer Wirtschaftsweise gut auf. Was ich vorher schon mal kurz gesagt habe, so Postwachstum oder Degrowth wird von vielen halt als zu negativer Denkrahmen wahrgenommen, hat uns dazu geführt, dass wir jetzt gerade ein Projekt machen, was Zukunft für alle gerecht ökologisch machbar heißt, wo wir versuchen wollen, eine Utopie zu beschreiben. Wie können wir uns jetzt im geografischen Raum Deutschland 2048 das Leben vorstellen? Wie wollen wir da leben und wie kommen wir da hin? Was müssen wir da für Schritte gehen, um zum Beispiel den Klimawandel einzuhegen in den nächsten 10 Jahren? Und da führen wir gerade dieses Jahr Zukunftswerkstätten durch in ganz unterschiedlichen Bereichen, also Wohnen, Ernährung, Sorgearbeit, Mobilität, Bildung. Also sagen wir sind insgesamt 15 so zu relevanten gesellschaftlichen Bereichen mit Vordenkerinnen aus den jeweiligen Bereichen, um zu gucken, ja, was sind denn eigentlich Ideen, wie können wir die zusammenbringen und irgendwie in eine Kohärenz schaffen, die man dann diskutieren kann. Und dazu machen wir nächstes Jahr auch so einen großen Kongress. Also hier wieder unser Thema Macht- und herrschaftskritische Bildungsarbeit, die Denkfühl- und Handlungsweisen beeinflusst, aber auch Vernetzung, weil wir eben den Eindruck haben, die Leute merken gar nicht, wie viel eigentlich da ist an Vorschlägen für ein besseres solidarisches System und dass man es irgendwie noch sichtbarer machen muss. Und da ist Postwachstum auf jeden Fall eine Grundannahme, also ein Wirtschaftssystem, was nicht auf Wachstum ausgerichtet ist und ein Leben innerhalb der ganzen Planeten möglich macht. Aber es ist nicht so als Wort, als großer Frame da, sondern es ist eher ein positiver Frame in diesem Zukunft für alle. In der Klimadebatte ist für viele Leute der Kapitalismus als Innovationsmaschine weiterhin total attraktiv. Das ist im Diskurs ganz oben, wird immer wieder für eingetreten. Meine Frage ist, bei aller Kapitalismuskritik,
diese marktwirtschaftliche Kriterien, Mechanismen und die Vorteile von Marktwirtschaft, können die in dem Modell, was ihr vorschlägt, spielen die da irgendeine Rolle? Oder welche Rolle spielt Marktwirtschaft? Also ich glaube, dass die Leute, wenn sie an Innovationen denken, viel zu sehr an technologische Innovationen denken und viel zu wenig an soziale. Und ich glaube, für soziale Innovationen braucht man halt nicht so viel Geld. So, was ja eigentlich das Zentrale ist an einer kapitalistischen Innovation, dass man sagen, irgendwie eine Idee hat und jemand findet, der da Geld rein investieren will. Und das ist ja auch das Absurde. Leute sagen immer, der Kapitalismus ist so effizient, aber der ist ja wahnsinnig ineffizient. Also wenn da ganz viel Gelder immer verbraten für Ideen, die nachher nicht in die Praxis umgesetzt werden oder für eine Konkurrenz, bis dann einer pleite geht. So. Und ich glaube, es ist wichtig, den Leuten die Freiheit zu lassen, neue Sachen auszuprobieren und die Möglichkeit zu haben, sozusagen Innovationen ja, zu haben oder weiterzuentwickeln. Aber ich glaube, das ist sozusagen stark geframed, dass es so technologisch ist. Und ich glaube, wenn wir uns diese Freiheit bewahren, aber das nicht so stark darauf setzen, dass wir da Geld reinpumpen müssen und dass es nur auf Technik beruht, dann kann das auch die Vorteile haben in anderen Systemen. Den Wandel, den ihr vorschlägt und in dem ihr auch ganz konkret teilhabt, der macht ja anderen auch Angst, weil sie das Gefühl haben, irgendwie Privilegien aufgeben zu müssen oder etwas zu verlieren. Wie geht ihr mit solchen Haltungen dann um? Ich glaube, der wichtigste Punkt ist erstmal zu schauen, was können Leute daraus gewinnen. Ich glaube, dass die Mehrheit der Menschen eigentlich gerade entweder zu viel oder zu wenig Lohnarbeit hat, also und zu viel oder zu wenig Geld so ein bisschen geframed. Und da stellen wir erstmal das Konzept von Zeitwohlstand dagegen und sagen, ja, wir wollen, dass jeder einer sinnstiftenden, vernünftigen Arbeit nachgehen kann, aber wir wollen auch, dass alle Menschen Zeit haben für Sorgearbeit, also Zeit, sich um andere zu kümmern, besonders Kinder, alte, pflegebedürftige Menschen mit besonderen Bedürfnissen. Wir wollen, dass alle Leute Zeit haben, sich in die Politik einzumischen und ihr Leben zu gestalten, aber auch, dass alle Menschen Zeit haben für Muße. Und das ist halt gerade wirklich sehr ungleich verteilt, dass die meisten Menschen haben zu wenig Zeit und die, die dann und zu wenig Geld und die oft, die dann zu viel Geld haben, haben auch weniger Zeit. So. Und aber natürlich heißt es auch, wenn wir jetzt die Arbeitszeit reduzieren, sagen wir auf eine 20- bis 30-Stunden-Woche, dass wir einen Lohnausgleich brauchen, also einen vollen Lohnausgleich bei denen, die jetzt unter dem Durchschnittseinkommen sind und eine starke Umverteilung. Also wir bräuchten halt eine viel gerechtere Vereinteilung von Vermögen. In Deutschland besitzen gerade aktuell die reichsten 10% zwei Drittel des Vermögens, die untere Hälfte besitzt nichts. Also wenn wir da eine gerechtere Gesellschaft haben wollen, brauchen wir hohe Erbschaftssteuern, gerechte Erbschaftssteuern und sowas wie einen Vermögensdeckel. Und ich glaube, sozusagen darüber zu kommen, so was braucht ihr eigentlich? Das haben die meisten Leute ja, brauchen eigentlich mehr Zeit für das, was uns wichtig ist. Genau, dafür brauchen wir eine Arbeitszeitverkürzung. Um die sozusagen zu finanzieren, brauchen wir sowas wie eine gerechtere Vermögensverteilung. Und genau die Frage ist auch, was ist die Alternative? Weil, wie ich ja vorhin auch gesagt habe, ich glaube, total vielen Leuten macht der Klimawandel Angst und der Rechtspopulismus macht Leuten Angst. Und also wir müssen eh eine positive Vision entwickeln, wenn wir über irgendwas Gutes kämpfen wollen, weil wir uns, glaube ich, eh nur irgendwo in so eine Schockstarre kommen. Ne? Also dann macht ihnen vielleicht die Lösungsmöglichkeiten, die wir vorschlagen, auch erstmal Angst, aber es ist ja nicht so, dass die andere Alternative gerade ist, oh, da ist das Paradies und wir wollen es ihnen nehmen, sondern das ist ja genau das Problem, dass wir gerade in einem Zustand von Zerstörung leben. Genau. Und in diesem Diskurs über Privilegien würde ich einerseits sagen, genau, es müssen die ganz Privilegierten, also hier die reichsten 10%, total viel abgeben. Aber ich glaube auch, dass das deren Leben nicht zerstören würde. Ne? Also ich glaube halt, immer mehr Nullen auf dem Konto oder noch drei Yachten mehr. Es braucht einfach kein Mensch, um glücklich zu sein. Und aber andererseits habe ich gesagt, global vergleichen, haben Menschen, die in Deutschland in der Mittelschicht sind, natürlich viel mehr Privilegien, also viel mehr Komfort, viel mehr Ruhe, viel mehr Wohlbefinden als viele Teile Menschen in anderen Teilen der Welt. Und die leben natürlich auf Kosten dieser anderen Menschen. Und da ist die Frage, ja, wie können wir ein System schaffen, das uns nicht auf Kosten anderer leben lässt? Und da würde ich aber auch sagen, genau, wenn wir da ansetzen, weniger Ressourcen zu verbrauchen, mehr Zeitwohlstand zu haben, glaube ich, kann uns das auch was bringen und wir können was abgeben, ohne dass wir nachher den Eindruck haben, wir haben vor allem Wohlstand eingebüßt. Super, vielen Dank.